Hallo, herzlich willkommen. In dieser Lektion schauen wir uns folgende Aussage an. Freie Modulen sind projektiv, also das heißt, aus der Eigenschaft frei folgt schon die Eigenschaft projektiv für Modulen. Und wir arbeiten wie immer über einem kommutativen Ring mit 1. So, also, was heißt es nochmal, dass ein Modul projektiv ist? Also schreiben wir uns mal ein Modul hin, das ist jetzt hier dieser Modul F zum Beispiel. Und der ist projektiv, wenn Folgendes gilt. Wir haben hier noch zwei andere Modulen, A und A'. Und wir haben eine Surjektion von A nach A'. Die nennen wir mal P. Also P ist eine Surjektion. Und wir haben einen Homomorphismus von F nach A'. Den nennen wir H. Und das Ganze, also F ist jetzt nach Definition projektiv, wenn ein Homomorphismus von F nach A existiert, den nennen wir mal G, also wenn so ein G existiert, sodass dieses jetzt gerade gemalte Diagramm kommutiert. Also Beweis. Ja, ich schreibe mal den Beweis hier hin, dann können wir das Diagramm weiterverwenden. Also wir haben ja hier oben dieses freie Modul F und das ist ein freies Modul, also haben wir dafür auch eine Basis. Sagen wir mal, die Basis besteht aus Elementen BI, wo also I aus einer Indexmenge groß I kommt. Das ist also unsere Basis. Und jetzt können wir uns ja H von BI angucken. Also H von BI lebt hier unten in A'. Und wir haben ja hier eine Surjektion von A mit P nach A'. Das heißt, wir finden ein klein a, also ein Element von A, das auf H von BI abgebildet wird. Das finden wir, weil wir eine Surjektion haben. So, und unser Modul F ist ja eine direkte Summe von Kopien vom Ring sozusagen. Also F ist ja gleich Summe über die BI, also Erzeugnisse von BI. Das heißt, die Elemente von F, die sehen ja alle so aus. Das sind alles endliche Summen. Gleich 1 bis n ri bi. Das sind also alles endliche Linearkombinationen dieser Basisvektoren. Ja, und wenn wir jetzt von f ausgehend eine Abbildung g erklären, die zum Beispiel bi auf a abbildet, dann haben wir insgesamt P nach GI von BI ist gleich H von BI. Ja, und dann können wir, weil wir hier ja überall mit Homomorphismen rechnen, das Ganze einfach fortsetzen. Also das ist praktisch so die Eigenschaft eines freien Moduls. Wenn wir eine Abbildung auf der Basis gegeben haben, können wir die Abbildung auf den ganzen Modul fortsetzen. Und ja, damit haben wir also so eine Abbildung G und damit sind wir fertig mit dem Beweis. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mehr Algebra-Videos und auch sonstige Mathematik auf Mathe-Kanal und in der Playlist Algebra. Bis zum nächsten Mal.